Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir heute Nachmittag ja das Thema Fußfessel im präventiven Einsatz diskutiert haben, also bei Gefährdern, von denen wir haben es ja eben gehört, wir fast 600 in Deutschland haben, übrigens fast 100 dem Land Nordrhein-Westfalen zuzuordnen sind, muss man ja auch sagen. Ja, fast 100 im Land Nordrhein-Westfalen zuzuordnen sind. Da muss man ja auch mal erstmal feststellen, dass Nordrhein-Westfalen allein auch schon von dieser Zahl wieder eins der unsichersten Bundesländer ist. Und wenn man dann noch feststellt, ja schon, das gehört schon dazu, wenn man mal die Kriminalitätsstatistik sich anguckt, mal das Thema Einbrüche sich anguckt und feststellt, dass Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen in der Masse genauso viel stattgefunden haben wie in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zusammen, dann ist das wieder eine Zahl, die dafür spricht, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung die Sicherheit in diesem Bundesland nicht herstellen kann. Und darum ist es traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Nordrhein-Westfalen, wenn es um Sicherheitsgesetze geht, im Bundesrat immer wieder blockiert und dagegen stimmt. Und Kollege Ströbel hat es gerade angesprochen. Die Zahl derer, auf die die Fußfessel im präventiven Bereich, die wir heute Nachmittag debattiert haben, passen würde. Da geht es darum, dass wir heute Nachmittag das BKA-Gesetz beschlossen haben, für das BKA, die Fußfessel. Die Länder müssen natürlich jetzt auch ihre Aufgabe machen. Gerade die Länder sind mit der Landespolizei dafür zuständig, dass auch in den Ländern die Fußfessel präventiv eingesetzt wird. Und da könnte ja Nordrhein-Westfalen jetzt sehr aktiv werden, auch tätig werden und zeigen, dass es Nordrhein-Westfalen ernst meint mit der Sicherheitspolitik. Nur ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen hier wieder ein Ausfall sein wird, nichts für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger tun wird. Wenn wir dann, Herr Kollege Sensberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von wem denn? Ja, gerne. Hätten Sie von mir auch angenommen? Herr Kollege, vielen Dank, Herr Kollege Sensburg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte Sie eine einfache mathematische Frage stellen. Wenn von 600 Gefährdern 100 aus NRW kommen, ist das ein Sechstel. Wenn NRW wirklich so viel gefährdeter sein müsste, müsste also die Gesamtbevölkerungszahl Deutschlands über 102 Millionen Einwohnern sein, weil nämlich ansonsten Nordrhein-Westfalen bei den Gefährden unterhalb des Durchschnitts liegen würde und liegt. Zum einen hatte ich gesagt, dass sie dem Land Nordrhein-Westfalen zuzuordnen sind. Nicht alle Gefährder, das wissen Sie auch, alle 600 sind derzeit in Deutschland, kommen aus den einzelnen Bundesländern und es besteht die Gefahr, dass sie zurückkommen. Und die Frage ist, was wir präventiv in den Landespolizeigesetzen jetzt machen. Werden also die einzelnen Bundesländer präventiv die Fußfessel einführen? Werden sie unserem Vorbild des Bundes mit dem BKA-Gesetz folgen? Oder werden sie nichts tun? Werden sie ihre Gefährder wieder mit der Polizei? Ich bin noch bei der Beantwortung Ihrer Frage. Herr Kollege Lenkert, Sie müssen schon stehen bleiben, bis die Frage. Doch, ich bin ja noch mittendrin. Aber das entscheidet ja jetzt der Kollege Sensberg, was die Antwort ist. Sie müssen schon stehen bleiben, bis er fertig ist. Dankeschön. Also nochmal, die Bundesländer und gerade auch das Land Nordrhein-Westfalen hier präventiv tätig werden, um ihre, die ihnen zuzuordnenden Gefährder auch mit einer Fußfessel verfolgen zu können. Denn wenn Sie heute Nachmittag die Debatte verfolgt haben, der Kollege Binninger hat es gesagt, 25 bis 30 Polizeibeamte braucht man, um einen Gefährder die ganze Zeit zu beobachten. Und da ist es, glaube ich, eine deutlich funktionierendere Maßnahme, eine Fußfessel einzuführen und zu wissen, wo der jeweilige Gefährder ist. Und wenn ich in einem Bundesland mit Nordrhein-Westfalen bis zu 100 Personen zugeordnet habe, die Gefährder darstellen, dann sollte auch ein Land wie Nordrhein-Westfalen hier tätig werden und nicht die Hände in den Schoß legen. Wenn wir jetzt zur repressiven Anwendung der Fußfessel kommen, denn darum debattieren wir heute. Und das ist ja eben ziemlich durcheinander gegangen. Auch der Kollege Ströbel hat wieder vom Fall Amri geredet, der noch gar nicht verurteilt war, wo es also um präventive Fußfessel ging. Wenn wir also jetzt die repressive Anwendung der Fußfessel uns anschauen und die Änderungen im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung, nämlich bei Delikten, das ist gerade gesagt worden vom Kollegen Dr. Ulrich, der übrigens eben seine 100. Rede im Plenum gehalten hat, wenn es um Delikte geht, Bildung einer Terroristin in dieser Legislaturperiode, Bildung einer terroristischen Vereinigung, schwere staatsgefährdenden Straftaten, Gewalttaten und Finanzierung solcher Taten, da muss ich sagen,
da ist genau ein richtiger Einsatz für die Fußfessel. Und eben als der Kollege Ulrich angesprochen hat, dass wir die Fußfessel ja schon bei den Sexualstraftaten haben, da habe ich Rufe aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen gehört. Das ist auch richtig. Wenn sie da richtig ist und sie die Abschaffung der Fußfessel dort nicht fordern, dann müssen sie konsequenterweise auch sagen, wenn sie die Brauchbarkeit anerkennen, dass wir sie bei solchen schweren Straftaten mit terroristischem Hintergrund auch hier einsetzen sollen. Sie macht Sinn und sie verhindert Straftaten und lässt Straftaten auch zuordnen. Wir werden erleben, dass immer mehr Täter nach Verbüßung einer Haftstrafe unter Führungsaufsicht gestellt werden müssen, weil sie die Sorge bergen, die Gefahr bergen, dass sie wieder ähnliche Straftaten begehen werden, dass sie über Landesgrenzen gehen werden, dass sie sich an Orten treffen, die wir kennen, und dass sie möglicherweise an Orten sich treffen, verabreden, wo Hassprediger ihre schlimme Aufgabe dort machen. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur präventiv die Fußfessel einsetzen, sondern dass wir auch sagen, wenn jemand schon verurteilt worden ist, wenn wir wissen, er hat entsprechende Taten gemacht, dass wir dann, wenn er immer noch eine Gefahr birgt, die Fußfessel einsetzen. Und da gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß. Da gibt es auch die vielen, vielen Zwischenstufen, wo Personen sich vielleicht verleitet lassen haben und dann auch mit der klaren Ansage, da gehst du nicht mehr hin, das machst du nicht mehr, mit der Zeit erkennen, dass sie auf einem Irrweg waren. Und an die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, die Grünen und auch an die Linken. Wir haben ganz, ganz viele Gesetze, Polizeigesetze im Bereich Innen, aber auch für die Justiz im Bereich der Rechtspolitik beschlossen in den letzten Jahren. Ich erinnere an die Debatten über das GTAZ, die Verschärfung der Antiterrorgesetze, die Verschärfung der Regelung gegen Kinderpornografie, bis heute den Schutz von Polizeivollzugsbeamten und Rettungskräften. Sie waren immer dagegen, oft mit der Argumentation, das bräuchten wir alles nicht, wir brauchen keine gesetzlichen Verschärfungen. Die heutige Debatte über den Schutz von Polizeivollzugsbeamten, wo dann aus Ihren Reihen noch kam, das wäre Zeitverschwendung, zeigt, dass Sie ein Problem mit dem Schutz des Rechtsstaates haben, mit dem Schutz der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da, wo Sie regieren, da sind die Kriminalitätsraten fast bei allen Delikten am höchsten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, überlegen Sie sich noch mal, ob Sie dieses Gesetz ablehnen, ob Sie den Schutz der Menschen immer wieder zurückdrängen oder ob Sie sich hier mit engagieren bei einem gut ausgewogenen und verhältnismäßigen Gesetz. Dankeschön. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.